Okay, beide Teams sind ready. Wir gehen rein in die erste Runde vom dritten Threes Tournament an diesem heutigen Abend. Und wir spielen heute Want to Fly gegen Dirty Mike und seine Boys. Best of Threes. Und es geht los. Okay, lasst mich einmal kurz vorstellen, bevor hier die Tore aufgehen, in ein paar Sekunden. Wir haben hier auf dieser Seite Team Dirty Mike und seine Boys. Und das sind keine geringeren als Deep End auf dem Mistweaver Monk, Bummer Hippo auf dem DH und Yanko auf dem Red Paladin. Die stehen gegenüber Team What the Fuck, beziehungsweise Want to Fly. WTF, Team WTF, ich muss mir das merken. Love Life ist der Heal auf Mistweaver, Insane auf dem Unholy DK und Vanya auf Windwalker. Let's fucking go. Hier, Strangulate auf Deep End. Eieieiei, Deep End kriegt hier gleich im Opener schön die Mütze voll, muss hier Cocoon und Wall auf sich traden, um nicht zu sterben. Da werden natürlich Peels gefragt, aber ich glaube, die beiden DPS sind hier auch an dieser Stelle. Oh, wir haben auch Cocoon Overlap. Das hier, Milibob. Das sind natürlich viele Cooldowns im ersten Go, die hier geforst wurden, ne? Aber ja, Walking Dead ist natürlich eine wilde Geschichte. Und Deep End wird hier weiter aufs Korn genommen. Also Vanya und Insane rücken hier nicht ab und wollen Deep End auf jeden Fall liegen sehen. Und das kriegen sie auch hin. Erste Runde für sich entschieden, Team Love Life, beziehungsweise Team WTF. Und es ist natürlich, wie der Name auch schon sagt, WTF. Was für ein Auftakt in der ersten Runde. Nicht schlecht gespielt, aber das hat noch nichts zu heißen. Sie gehen jetzt zwar eine Runde in Führung, haben dann natürlich auch den Matchpoint auf ihrer Seite, aber ich bin gespannt, was Team Dirty Mike und seine Boys dagegen auszusetzen haben. So, erste Runde, gone. Okay, muss ich einmal kurz zwischengreifen. Also Trainer hat mir gerade geschrieben, dass er jetzt nicht weiterspielen kann, aber er einen Ersatz hat. Also bei dem Team ist jetzt ein Ersatz. Ich hoffe, die haben das unter sich alles schon gemanagt. Das Team geht rein mit einem anderen Heiler. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich starte das nächste Wargame und sollte irgendwie jemand umloggen wollen oder ähnliches, dann lehnt bitte ab oder sagt mir vorher Bescheid. Damit wir hier fein sind. Let's go. Alles auf neu, ihr könnt wieder rausgehen. Sehr gut. Also wenn ihr irgendwas wechseln wollt, dann sagt mir bitte vorher Bescheid. Also ich weiß nicht, ob man die Q denn decline kann oder ob ihr die jetzt angenommen habt oder was da los war. Aber wenn ihr irgendwie reorganisieren wollt oder sonst irgendwas, dann sagt bitte vorher Bescheid.
So, ich brauche den Go von euch. Also ja, das mit der Kanalwette ist halt auch immer wieder, ne? Team, also scheiß auf. Wer gewinnt? Team, WTF, Team, Dirty Mike und seine Boys. Zwei Minuten Zeit, Vorhersage geht jetzt los. Jetzt, okay, die sind ready. Das heißt, wir gehen jetzt wieder rein. Zweites Game. Matchpoint Team Insane. Team WTF. Entschuldigung. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig wegen den Kanalpunkten, aber... Wir werden sehen. Ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen, das in Zukunft alles organisierter zu machen. Schon want to fly. Ja, ich sag immer WTF, what the fuck. Aber Team want to fly. WTF. You're right. Sorry. So, Hakenkamp. Cup. Ich sag immer Kamp, ne? Let's go. Junge, ich bin gespannt. Und da geht's auch schon los. Sie hauen sich gegenseitig hier in die Schnauze. Enter Magic Shield, insane, schon getradet. Wall hier von Vanya im Opener auch raus. Da wird wirklich alles gezogen, ne? Jenko Strass. Ah, okay. Diesmal auf Evoker unterwegs, nicht auf Red Paladin. Hier muss Cocoon von Love Life auf Insane getradet werden. Da kommt auch Big Damage rein, ne? Jetzt wollen wir mal gucken. Cocoon hier auch getradet von Deep End auf Jenko Strass. Der castet hier fleißig die Desintegration durch. Hat auch immer noch seinen Nullifying Shroud. Ist jetzt abgelaufen. Ist also stunnable. Insane kriegt hier aber auch richtig... ordentlich aufs Maul, musste hier Enter Magic Shield ziehen und wird hier von Love Life, der eine gute Range hat, eine gesunde Range zum Zerg, kann hier sein Team toppen. Hier kommt die Zone zusätzlich noch dazu, Stun hier auf Love Life. Kriegen wir nochmal ein Follow-up-CC hier, insane! Fast tot gewesen. Immer noch sehr, sehr gefährlich. Incap hier auf Love Life und da kommt der Damage. Hier kommt nochmal Feueratem. Und Insane kriegt er auch richtig auf die Glocke, ne? Junge, Junge. Und er geht sogar noch down. Das ist denn der Ausgleich. Oha. Für die Leute, die jetzt in der Kanalwette so viele Punkte auf Team WTF gesetzt haben. Ja, die haben jetzt wohl vielleicht das Comeback von Dirty Mike und seine Boys unterschätzt. Nicht schlecht gemacht. Also ich glaube, ja, hier wird nicht großartig noch irgendwas gedreht. Love Life auch out of Mana an dieser Stelle. Kann hier gar nicht viel tun. Aber Big, nicht schlecht, nicht schlecht. Guter Ausgleich. Matchpoint für beide Teams 1-1 steht's. Mm-mm. So, ich starte gleich das nächste Wargame. Und geht los.
So, an der Konstellation hat sich nichts geändert. Immer noch Love Life auf Mistweaver zusammen mit Insane auf dem Unholy DK und Vanya auf dem Windwalker gegen Deep End. Mistweaver hier, Bama Hippo auf seinem DH und Jenko Strass auf Evoker. Keine schlechte Wahl, gutes Comeback in der letzten Runde gehabt. Ich sehe gerade, ich habe Details nicht resettet. Ich bin natürlich wieder Profi, Junge. Profi! Aber das soll uns jetzt hier nicht aufhalten, trotzdem dieses Match zu genießen. Matchpoint für beide Teams. Dieser Win entscheidet, wer die erste Runde für sich entscheiden kann. Junge, Alter, mein Hirn, ich merke langsam, mein Hirn hat Aussetzer, Alter. Es ist jetzt ein Zeitpunkt erreicht. Ich hoffe, ich kann gleich noch spielen. So. Insane, zieht hier alles. Deep End wird hier gegrippt, muss Cocoon für sich traden. Das war richtig gefährlich. Low, was da gerade passiert ist. Jenko Strass immer noch Nullifying Shroud ab. Hat auch die Wall gezogen. Bama Hippo auch hier mit in der Bedrulle. Hier fliegt der Damage. Bama Hippo fast low, muss hier Netherwalk ziehen, um nicht zu sterben. Und ich Sleepwalk hier auf Love Life. Und ich weiß gar nicht, für welches Team ich bin. Deep End low, Bama Hippo, beide low. Kann hier noch was passieren? Wir haben immer noch, ich glaube, die Meta offen bei Bama, was natürlich auch immens viel Lebensraub dem DH gibt, womit er sich auch toppen kann. Aber Deep End kriegt das hier noch alles gemeistert. Es wird hier aber aufs Korn genommen, ne? Das heißt, gerade Vanya charged hier Deep End hinterher. Er kriegt... Oh, Junge, wird da nochmal vom DK gekickt. Und hat natürlich nichts mehr, um gegenzuheilen. Wow. Also so schnell wie die letzte Runde. Ja, was heißt schnell? Aber das, so gut wie das Comeback auch in der letzten Runde war, desto mehr hat Team Love Life bzw. Team WTF hier sich behaupten können gegen Dirty Mike und seine Boys. Somit ist das erste Match des Threes Tournaments jetzt vorbei. Ich trage einmal kurz hier... das Ergebnis ein. Und ich bitte jetzt schon mal Team Butterfinger bitte, und Team Purple Lambos, sich einmal zurecht zu sortieren, sich ready zu machen, damit ich beide Teams gleich einladen kann. Junge, Alter, ich lasse das, glaube ich, mit dem Reden heute. Puh, ist das aufregend. Ja, ja, also hier kann alles passieren, ne? Manchester, bist du Lead bei dir? Wer hat Lead? Ich glaube, den Heal habe ich nicht auf meiner Liste. Ich pack dich einfach jetzt hier mal rein. Und wahrscheinlich Lucera bei Purple Lambos, richtig? Gehen wir davon aus. Ja, bin Lead, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen in die zweite Runde. Wir spielen hier Butterfinger gegen Purple Lambos. Let's go. Ja, dieser Name ist das geisteskrank.
Ich habe Dieter jetzt schon wieder nicht zurückgesetzt. Big, big, big. Ganz großes Kino hier. So, wir sehen hier bei Team Butterfinger Double DH, Tinsio auf Mistweaver, Kozumi und Manchester beide auf DH. Gegen, was haben wir dort? Wir sehen hier Lycera auf dem Holy Paladin. Den haben wir heute schon mal auf Holy Paladin gesehen. Hat da keine schlechte Figur gemacht. Mit zusammen mit Bankster. Ich weiß gerade gar nicht, was der für ein Lock ist, aber auf jeden Fall auf Hexenmeister mit Berserker auf seinem DH. Beiden Teams viel Erfolg. Let's go, Runde 2. So, da wird gleich der Lock penetriert. Wie soll es auch anders sein? Aber Kozumi kriegt hier aber auch gleich eine Schelle, ne? Wohingegen Bankster hier mit seinem Life noch ganz gut aussieht. Da ja, spielt anscheinend Destro Warlock. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Gate gesehen, was hier ordentlich Damage rausgeprügelt hat. Jetzt Bankster und Berserker beide im Damage. Lycera hat hier seinen Sacrifice getradet und da kommt auch der Dark Pact von Bankster raus. Mortal Coil hier auf beide DPS. Konnte gut Damage rausnehmen. Kozumi, ganz low. Jetzt kommt auch noch der Infernal. Das heißt, der Destro pumpt hier Ultra Damage. Kick hier auf Tinsu into Fear. Und kann es das gewesen sein? Netherwalk auf die letzte Sekunde von Kozumi. Gefolgt von einem Cocoon. Bisschen overlapped an dieser Stelle. Manchester, 50%. Wird natürlich gleich Target geswappt und ich sehe hier schon das nächste Portal. Manchester muss hier auch Netherwalk ziehen. Junge, was ist mit diesem verrückten Hexenmeister los? Also es ist bis jetzt jede Klasse, die Bankster hier irgendwie in die Hand nimmt. Ne? DH, Evoker, keine Ahnung. Wir haben den schon auf so viel Shadow beim letzten Shuffle-Tournament. Der hat auf allen Klassen eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Und Lycera muss hier bei, also das war 0,1%, muss hier Bubble ziehen. Dieser Swap kam unvorhergesehen. Tinsio, kaum noch Mana. Beide Teammates sind hier low. Also ich glaube, das ist hier das erste Matchup, wo hier richtig die Kacke am Dampfen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also hier wird Damage getradet, das ist jenseits von Gut und Böse. Vor allen Dingen halt auch der Control ist richtig big. Manchester chased hier ein bisschen Lucera hinterher. Da fängt sich gerade jetzt erstmal ein Leg Sweep von Tinsio an. Da kommt auch schon hier der Stun von unserem Banks. Der Lucera kriegt hier Damage. Schaffen die das noch zu peelen? Melee Bubble auf jeden Fall auf Lucera. Banks, der hier mit dem Fierce, um ein bisschen Druck rauszunehmen. Ist jetzt aber vielleicht auch die richtige Entscheidung, um offensiv zu gehen. Manchester droppt hier low, kann und stirbt hier. Und stirbt hier einfach. Junge, was für eine erste Runde. Geisteskrank. Junge, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss, die zu facen, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, es ist alles offen. Es kann alles passieren. Matchpoint hier für Team Purple Lambos. Holy fuck. Junge, das ist wild. Das ist echt wild. Und ich würde sagen, ich re-queue hier. Warte mal, ich habe eine Nachricht. Okay, die sind ready. Na, wenn ihr umloggen, reloggen, irgendwas wollt, dann sagt nur rechtzeitig Bescheid. Ansonsten starte ich gleich in die zweite Runde Matchpoint Purple Lambos. Hauptsache einfach das dritte Tournament heute. Wie lange sind wir schon live? 11 Stunden. Und es ist 2:30, meine Damen und Herren. Okay, da wurde nochmal abgebrochen. Oder, Ich brauche auf jeden Fall Rückmeldung, ob ich jetzt nochmal queuen soll oder wie es jetzt bei euch aussieht. Okay, beigetreten. Let's go. So, Team Purple Lambos bleibt gleich. Wie sieht's aus bei Team Butterfinger? Butterfinger. Da fehlt noch einer. Oh! Da sehen wir jetzt Korik auf Asa Rogue.
zusammen mit Manchester auf DH. Unvorhergesehen, erster Rogue heute beim Tournament. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich. Da bin ich gespannt. Vielleicht keine so schlechte Wahl. Und Leute, bitte, sagt mir doch im Chat, wenn ich schon wieder zu vergesslich bin, Details zu resetten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Auf jeden Fall, das eine Game hat es nicht funktioniert. Aber ich vergesse es jedes Mal. Junge, ich habe auch 1000 Gedanken im Kopf, ne? Und ich denke zwischen den Games auch daran, scheiße, Alter, du musst halt auch mitspielen. Und was passiert, wenn du einen von den Facen musst hier, ne? Junge, Junge, unnormal. So, Manchester geht ran hier. Wird keine Zeit für einen Sepp gelassen, aber wir haben natürlich auch einen DH auf der anderen Seite, der natürlich auch ein Ei hat, ne? Hier, Geroad auf Banks, der Double Chaos Nova. Und da muss auch schon der erste Cloak getradet werden. Plus Cocoon, wieder leider ein Unlucky Overlap. Also gerade Cloak hätte ausgereicht wahrscheinlich, um hier nochmal zu toppen. Aber ich weiß halt auch nicht, ich glaube, die müssten auch im Voice sein, ne? So, Bankster hier. Infernal kommt, Schattenfuhrer wird gecastet. Kidney hier auf Lycera ohne Follow-up. Aber hier wird auf jeden Fall, das sieht so aus, als würde Korek hier so ein bisschen AOE-Bild spielen, weil ich habe gerade diesen Blutsturm gesehen, tatsächlich. Allerdings ist Details verbuggt, weil ich halt ein Noob bin, ne? Das ist ganz klar. Netherwalk hier von Manchester. Sehr stark. Banks, der noch alle Cooldowns ab, tatsächlich. Sieht gar nicht so schlecht aus für Team Purple Lambos. Und ist natürlich auch Matchpoint hier, ne? Evasion wurde getradet. Und Banks, der steht hinten. Da kommen die Chaos Bolts angeflogen. Die kann keiner wirklich stoppen. Und Korek frisst die sich alle rein. Man könnte meinen, der hat nicht genug. Es kommt halt immer wieder was, ne? Da kommt der Step in zum Heiler. Versucht safe zu sein und wird hier aber von Berserker gechased. Und stirbt leider Gottes. Matchpoint sicher geholt. Win secured. GZ an Purple Lambos. Und Team Butterfinger ist auf jeden Fall jetzt mit im Lower Bracket dabei. Ist halt noch gar nicht zu heißen. Es kann hier noch alles in dem Tournament passieren. Wir gehen rein in die Übersicht. Schauen uns das Ganze mal an. Wie sieht es hier momentan aus? Purple Lambos macht auf jeden Fall hier das Ding zu. Holt sich hier den Sieg. Und muss in der nächsten Runde gegen German Heroes antreten. Na, ob das so leicht ist, das weiß ich nicht. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal rein mit dem dritten Match des jetzigen Tournaments. Und zwar sehen wir jetzt Team Fuckface. Team Fuckface mit Halunke, Holy und Skin gegen Team Want to Fly, Insane, Vanya und Love Life. Bitte ready machen. Ich hoffe, Insane ist immer noch bei euch Lead. Und Halunke wahrscheinlich bei Team Fuckface. Oh mein Gott. Ist das geil, ist das geil. Das mit den Namen hat echt was. Also das finde ich schon ziemlich nice. Und ich finde das auch gut, dass das so im Bracket halt auch umsetzbar ist, ne? Junge, Team Want to Fly. Wo haben wir dich? Insane. Da. Bam. Ich würde sagen, ich schnack hier nicht lange. Ich schicke die Anfrage raus. Und oha, easy game für Lyceras Team. Junge, ich habe schon wieder die Kanalwerte nicht eingelöst, ne? Warte mal. Oh, und wir haben auch keine gemacht. Oh, Team What the Fuck? Ich muss hier erstmal. Ergebnis wählen. Wer denn eigentlich verloren, Alter? Want to Fly hat auch gewonnen hier. Zack. So, dann machen wir jetzt nochmal eine Umfrage hier, damit wir alles richtig und schön machen. Wir haben wieder Team WTF gegen Team Fuckface. Ihr könnt jetzt eure Kanalpunkte wetten, 2 Minuten Zeit und ich stelle hier gleich die Anfrage. Let's fucking go. Details resetten, danke!
Danke. Was wäre ich nur ohne euch? Was wäre ich nur ohne euch? Let's fucking go. Dritte Runde. Threes Tournament. Junge, ich muss ehrlich sagen, ich bin halt offen. Ne? 11 Stunden Stream und labern. Junge, mein Hirn braucht auf jeden Fall morgen richtig heftig Auszeit. Eieiei. Ich hoffe, beide sind ready. Halunke und Insane, ihr solltet beide Leads sein, dann ist alles in Ordnung. Mach nochmal, ging irgendwie nicht, okay. Von mir abgelehnt, Junge, was ist denn bei mir da schon wieder los? Jetzt geht's. Nice. So, wir haben hier Team Fuckface mit Halunke auf Mistweaver zusammen mit Holy Hodge auf Retri Paladin und Subroke RBG. Oha, auch eine interessante Comp. Ne? Könnte man fast durchgehen lassen als Windwalker Subroke. Allerdings ist da ja eher der Subroke der Enabler so für den Windwalker, weil der selber halt Stunts mit einer Minute Cooldown hat. Mal gucken, wie die jetzt hier harmonieren. Auf jeden Fall vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Gegen Team Want to Fly, Love Life, Mistweaver, Insane auf dem Unholy DK und Vanya auf dem Windwalker. Let's go. So, da ist der Cloak im Opener schon gezogen worden, um hier vielleicht den Sepp zu kriegen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Shadow Dance, Duel, es ist alles drin. Hier wird versucht, hier der One-Shot ausgepackt zu werden. Geht aber ins Leere. Ich glaube, Subroke ist jetzt bei den ganzen Nerfs und nicht mehr in der Lage, hier gegen das ungeübte Auge einen One-Shot hinzukriegen und deswegen gut reagiert. Hat aber auch Karma von Vanya gekostet an dieser Stelle. Und das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Go gewesen sein. Allerdings beide Vanishes schon raus. Kein Dance, keine Blades, kein Duel. Kidney hier auf Love Life. Mit Follow-Up Hodge und droppt hier low. Muss seine Wall usen. Cocoon ist auch schon raus. Also das hat doch schon im Opener viel gekostet, ne? Jetzt ist die Frage, kann der Subroke hier das Ding noch schaukeln hier. Blind auf Vanya. War vielleicht... weiß nicht, ob das so notwendig gewesen ist gerade. Meldet es auch aus. Also der Subroke hat ja gar nichts mehr. Der hat höchstens noch eine Evasion. Und okay, jetzt wieder ein Dance ready. Könnte jetzt hier tatsächlich nochmal Damage anbringen. Frisst sich hier den Disarm rein. Aber besser jetzt als während des Dances, weil sonst sind wieder 30 Sekunden Zeit verloren. Hodge hier. Auf Love Life. Und da kommt der Go. Reicht aber nicht komplett aus. Ist fast nochmal gestorben. Muss hier Cocoon auf sich selbst usen. Und Vanya kriegt jetzt hier die nächste Kelle rein. Ne? Sheepshot hier vom Subroke. Aber keine Smoke Bomb. Das heißt, Love Life kann hier auf jeden Fall healen. Cloak wieder gezogen von RBG hier. Schön gemacht. Auch nicht die schlechteste Idee. Den Cooldown früh zu usen, um ihn dann wieder ready zu haben. Duel auch wieder ready. Shadowblades auch ready, aber jetzt kriegt RBG richtig auf die Nuss. Hier muss Cocoon hier getradet bekommen von Halunke. Und Holy Hodge jetzt hier in der Bedrohung. Aber es sind gefährliche Situationen. Karma hier von Vanya. Oh, da haben die Smoke Bomb. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welches Team hier Favorit ist. Team Fuckface oder Team Want to Fly. Na, Duel haben wir ready. Wir haben jetzt wieder einen Dance bei unserem Rogue. Love Life droppt hier low und frisst sich einen Kill. Ach du Scheiße. Und das würde jetzt bedeuten, wenn jetzt hier nicht noch Insane und Vanya irgendwas aus dem Zauberkästchen hier holen, heißt das Matchpoint für Team Fuckface. Und ich muss sagen, ich habe hier Red Rogue ein wenig unterschätzt. Muss ich ganz klar sagen.
Wilde Sache. Das macht das Gefühl nicht besser, dass ich auch noch gegen beide Teams wahrscheinlich spielen muss. Ach nö, ach nö. Okay, Matchpoint hier. Wir gehen wieder raus. Oh! Eieiei, was für ein Game, Junge. Was für ein Game. Und umso später. So, ich habe den ganzen Tag noch kein Arena wirklich gespielt und schon gar nicht auf dem Survival Hunter, ne? Ob ich überhaupt nachher performen kann, Junge, das frage ich mich jetzt schon. Ach du heilige Scheiße, wir gehen rein. Nächstes Wargame, ich starte das. Wenn ihr irgendwas wechseln wollt oder ähnliches, sagt Bescheid oder lehnt einfach ab. Aber wir starten rein. Runde 2, Matchpoint, Team Fuckface. Imperium-Domäne. Und los geht's. Zweite Runde hier. Team Fuckface gegen Want to Fly. Zap hier auf Vanya. Cocoon hier. Love Life muss ich hier selbst cocoonen. Karma Touch hier von Vanya. Und wir haben hier so ein bisschen zwei Schlachtfelder. Ne? Insane hat hier versucht, Halunke so ein bisschen unter Druck zu setzen. Vanya droppt hier low. Yo, Dogslave. Vielen, vielen lieben Dank fürs Folgen. Lehn dich zurück. Guck dir das ganze Spektakel an. Und wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank. Vanya, unter 50%. Junge, Junge, Junge. Holy Hodge. Droppt hier auch low. Beide Heiler haben hier aber die Gesundheit von ihren Teams so ein bisschen unter Kontrolle. Das sieht auch gut aus. Aber halt Retri und Subrogue sind natürlich im Momentum gefährlich. Gerade der Subrogue hat halt seine 30-Sekunden-Fenster. Beziehungsweise 10-Sekunden-Fenster in alle 30 Sekunden, um hier irgendwie gut Damage zu machen. Love Life hier. Zweiter Cocoon auf sich selbst. Und das enabled natürlich Kill Opportunities hier auf Vanya. Da geht Halunke down. Ach du Scheiße. Und Team Want to Fly holt sich hier den Ausgleich. Junge, sorry, dass ich hier nicht so am Kommentieren bin wie die ganze Zeit. Ich mache mir im Hinterkopf echt Gedanken, weil ich gleich spielen muss. Scheiße. Bin ich mal gespannt, wie Survival Hunter denn performt. Eieiei. Ausgleich hier. Das ist gut gemacht von Want to Fly. Sehr schön gelöst. Das heißt, wir haben jetzt einen Matchpoint für beide Teams. Junge, es ist auch schon wieder so spannend, ne? Das fängt schon wieder genau so an wie im letzten Tournament. Also, beide Teams können hier noch den Sieg holen. Junge, Junge, Kräftemessen starten.
Muss mal pinkeln, schon vor dem Game. Ja, jetzt zu spät. Da musst du früher sagen. Aber vielleicht ist die Anspannung groß genug, dass du den Druck spürst, schnell das Game für dich zu entscheiden. So dann endlich auf Toilette entlassen wirst. So, es geht los hier. RBG hier wieder im Stealth unterwegs. Holt hier den Sepp auf Love for Life. Muss natürlich dann jetzt auch gleich Value draus ziehen. Okay, der versucht hier auf jeden Fall Triple Sepp durchzuziehen. Hotshots hier auf Love Life. Der Trinket Cocoon sich selbst. Und RBG muss hier Cloak ziehen. Holy Hotch hier kriegt auch ordentlich auf den Dötz. Und das ist jetzt wirklich Entscheidung. Das Team, das verliert, wird downgeranked ins Lower Bracket und muss sich da dann natürlich nochmal durch alle Teams halbwegs so durchkämpfen. Und insane, Vanya, beide low, Hotchi auf Love Life. Kann er jetzt sein Team wieder toppen? Das sieht gut aus. Und Junge, 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 wie sieht's hier aus? Kick auf Halunke. Halunke kriegt hier ordentlich einen auf dem Daggle hier, wird von Insane und Vanya gut gechased. Muss jetzt hier Cocoon traden. Love Life droppt halt auch. Low hat erst Cocoon in 5 Sekunden ready. Sieht aber noch einigermaßen gut aus. Kann sich hier ganz gut behaupten. Vengeance Shield hier von Holy Hotshots gezogen. Vanya, Kidney Smoke Bomb. Reicht aber nicht aus. Ne? Kam nicht genug Druck. Kidney vielleicht auch ein bisschen auf DR gewesen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und ich habe natürlich Details schon wieder nicht risen. So, Kidney hier auf Love Life. Reicht aber schon wieder nicht aus für den Kill. Ne? Wir haben noch 15 Sekunden, dann ist Dance wieder ready. Shadowblades sind auch ab. Duel ist auch ready. Das heißt, der nächste Go könnte hier richtig gefährlich werden. Allerdings ist Halunke hier auch richtig knapp mit dem Mana unterwegs. Love Life nur bei 50%. Halunke 10 Sekunden noch auf Cocoon. Melee Bubble muss hier getradet werden auf Halunke, damit der hier nicht Opfer wird von Insane und Vanya. Und jetzt sind die Shadowblades ab. Und jetzt sehen wir mal, ob der Rogue hier irgendwas verwandeln kann. Vanya, low, ist ein Potential Kill-Target. Kann hier fallen. Duel ist auch noch ready, aber leider kein Dance mehr. Love Life kann hier noch toppen. Holy Hodge, muss bubbeln, muss bubbeln. Hier Cheap Shot. Into Hodge hier auf Love Life. Und ist das der Kill? Und die holen hier den Kill. Ist das unglaublich, was passiert hier? Junge, RBG, also Sub-Rogue Red Parler. Was sehen meine Augen hier? Ach du Scheiße. Ich will nicht competen. Ich will das einfach nicht. Junge, Team Fuckface holt hier, kann sich den Win securen. Und wir tragen das Ganze jetzt ein. Team Fuckface ist auf jeden Fall eine Runde weiter. Und Team Want to Fly geht rein ins Lower Bracket. So, nächstes Team. German Heroes, das ist mein Team. Gegen Purple Lambos. Gebt mir bitte so 5 Minuten Zeit. Ich muss umloggen und mich fokussieren. Ach du Scheiße. Jungs, was machen wir? Ja, okay, ja, ich...
Also ich würde tatsächlich gleich Survival Hunter auspacken, ehrlich gesagt. Ich muss kurz gucken, was haben die gespielt? Lock die. Oh, das ist auch so ein Meta kommt, ne? Ja. Ja, okay. Ja. So, ich muss hier kurz die Kanalwette einlösen, bevor ich das Tier wieder vergesse. Team Fuckface gewonnen. Bam. So. Nee. So, ich mach die nächste Vorhersage. Wer gewinnt? Team German Heroes. Gegen Purple Lambos. Vorhersage starten. 2 Minuten Zeit. Let's go. Wir spielen nicht. Unser Rogue ist geliefert. Group disbanded. Warum? Why? Kriegt ihr noch Ersatz vielleicht aus der F-Liste oder so? Das wäre natürlich nice. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Ich muss mich hier selbst auf mein Match konzentrieren hier. Alter Schwede. Junge, lass mich doch mal Interface, Digga. Hier ist alles ganz kaputt. Nein. Mal gucken. Eieiei. So, das sieht schon mal besser aus. Also. So, das ist alles, was ich loswerden wollte. Ja, können wir machen. Okay. Alles klar. Ja, wir werden dann soweit. Purple Lambo. Scheiße. Lycera ist da, hier, ne? Hier, Lied. Let's fucking go, Mann. Das wird gut. Das wird big. Kräfte messen. Achso, kannst du mir Lied geben? Tatsächlich. Sehr gut. Danke. Jo. Scheiße, das geht auch sofort los, ne? Okay, gut, wir spielen im Facen hier wieder. Lock DH, big. So machen wir das. Ja, ist dann. Ja. Ich hab jetzt hier auf Sec. Okay, perfekt. Ja, perfekt. Scatter hier. Ja, jo. Ich gehe für Trap. Okay, perfekt.
Okay. Silence Heal jetzt. Turtle das. Scatter DH. Okay. Okay. Okay, Trap. Let's go. That's a sec. Versuch ein bisschen zu line hier. Okay. Jo, perfekt. Ich gehe für Trap. Ja, ich gehe erstmal runter. Silence. Okay. Petzeck mich, wenn ich kriegen kann. Okay. Scatter. Slow. Ich kann für Trap gehen. Ne, ich trap heal, ich trap heal. Jo, perfekt, perfekt, perfekt. Ich versuche Kick zu holen, kriege ich nicht. Jo, ich laufe ein bisschen. Okay, ja, kann ich machen. Ne, wir müssen warten, wir müssen warten. Ja, ja. Ich gehe für Trap. Oh ne, ich weiß. Oh, ja, ja, sorry. Sorry. Ah, ja, ist wild. Ist wild. Also ich könnte im Zweifelsfall noch BM machen, ne? Oh, aber eigentlich nicht bad, Alter. Eigentlich nicht bad. Es ist wild, es ist echt wild. Vielleicht muss ich ein bisschen offensiver spielen. Brauch mehr Damage. Ja. Ja, dann bleiben wir so. Oh, Junge, Junge, Junge. Let's go! Matchpoint hier für Purple Lambos. Safe. Sehr gut, Silence hinterher. Kann ich nicht. Root hier. Oh Gott, ich Silence, ich gehe gleich für Trap. Trap. Scatter.
5 für Trap. Okay, perfekt, perfekt. Trap hier. Oh. Observer. Scatter DH. Melte nochmal. Sorry, ich hab mit drauf gekickt. Okay. Silence. Turtle das. Ja, ja, Turtle, Turtle. Trap. In 7 Trap. Kommt jetzt, kommt jetzt. Ich stun. Trap. Scatter. Root hier. Jo. Okay. Okay, Silence. Big Damage. Trap trotzdem. Ne, ich hab nix. Ich hab nix. Melde das. Und 5 Trap. DH kann fallen eventuell. Okay. Ja, ich bin field. Style. Oh. Hab ich. Scatter DH hier, Root. Trinke das. Ich hab Wall an. Silence of Heal. Geht gleich ein Trap. Trap. Naja, ich hab nix. Nee. Ah, okay. Trotzdem well played, Alter. Nice. Ja, Hunter steht nicht so gut da momentan, Alter. Das ist echt schwierig. Ah, war close. War close. Trotzdem, well played hier. Purple Lambos verdient gewonnen. Safe. Gleich rein hier. Winner. So. Was ist denn als nächstes dran? Oh, als nächstes kommt Team hier in der 5. Runde spielt erstes Lower Bracket Want to Fly gegen Butterfinger. Junge, Junge, Junge. Also das war wildes Game. Also da muss man viel, da gehört viel dazu. Ich hab auch Damage gefressen ohne Ende, ne? Und es reicht halt einfach nicht. Wir sehen schon wieder, es reicht. Trap reicht nicht aus, Alter, um Kills zu securen. Viel zu viele Death-CDs. Team Butterfinger gibt's nicht mehr. Rogue ist ja gelieft. Habt ihr noch einen Ersatz? Habt ihr noch Ersatz? Ansonsten, ja. Muss ich euch halt rausvoten, quasi. Hm.
Schade, okay, ja gut. Ja, dann nützt das nichts. Dann muss ich hier Want to Fly den Vortritt geben. Schade. Ja, ist ärgerlich, wenn halt einer mittendrin rausgeht, so, aber können wir nichts machen. Ich muss doch die Kanalwette einlösen, tatsächlich. Purple Lambos, gewonnen. Sehr schön. So, das heißt, wir... Wir sind wieder da. Wir müssen spielen. Ja, okay, was wollen wir machen? Wollen wir in der Consti bleiben? Soll ich auf BM swappen? Ist eigentlich nicht bad, aber ja, ist schwierig. Eigentlich Survival, so. Deswegen. Ja, kann ich machen. Ja, klar. Mir ist das Lade. Das heißt, nächste Runde spielen jetzt hier wieder Junge, dieser Name ist so troll, ne? German Heroes gegen Dirty Mike und seine Boys. Bitte ready machen. Kann er mich hier nicht hinzufügen oder so? Wahrscheinlich AFK gegangen, aber das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Ja, das andere Team, da fehlt einer, deswegen wurde das geskippt, das Match. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal spielen. Gegen Dirty Mike und seine Boys. Also. Ja, ich könnte... Ja, ich kann BM... Ja, theoretisch kann ich auch das... Okay. Okay, perfekt. Wissen wir jetzt, wer Dirty Mike ist? Nee, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass er mit seinen Boys unterwegs ist und jede Menge Schweinkram vorhat. So, das heißt, wer ist denn der Lead? Deep End wahrscheinlich, ne? Invitation. Wer ist denn von euch Lead? So. Ja. Oh gut, oh gut. So, dann kannst du mir Lead geben. Okay, perfekt. So, Wargame. Deep End. Ich hoffe, ihr seid ready. Theoretisch drittes Game im Lower Bracket. German Heroes gegen Dirty Mike und seine Boys. Machen wir eine Vorhersage? Machen wir, ne? Zwei Minuten Zeit, könnt ihr jetzt Kanalpunkte wählen. So, und ja, seid ihr ready?
Wie machen wir die Stunts? Willst du hier machen? Soll ich hier machen? Hm, okay. Nee, einfach. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich bin Bladesong. Vier. Mich selbst, den Death Stance. Okay. Ist dann? Sharpen. Nächsten. Für mich selbst. Oh Junge, ich habe auch mit reingekickt, sorry. Distance erstmal. Vier noch mal, ich vier noch mal. Yo, nice, sehr gut, good job, good job. Well played. Zwischendurch war scary. Nice, nice, nice. Es gab Matchpoint German Heroes, also für uns. Hier drauf.
Yep. Okay. Ich habe auch gekickt, sorry. Wait's dann nochmal. Schaut. Ja. Okay, perfekt. Okay. Ich viel hier? Viel? Wild. Wild, wild. Well played. Sehr gut. Wir holen und bearbeiten uns hier langsam aus dem Lower Bracket wieder raus. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal spielen, ne? Wir müssen jetzt direkt nochmal spielen. Ja. German Heroes geht weiter im Lower Bracket. Faced jetzt Team Want to Fly. Ja. Ja, ich muss meine Keybytes auf jeden Fall mal umditchen hier, sonst wird das wild. Ja. Oh, oh, oh. Dann mal schnell eine neue Vorhersage. Was machen wir? Ja, 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 ja. Ich okay. Ich fehl nochmal. Jo. Karma. Mhm. Was ist dann jetzt? Ich habe noch den Cry tatsächlich. Ne, habe ich gerade geused, aber ich habe einen Stun für Heal gleich. Stun. Ja, ja. Nice. Ja, ja, der war big.
So, nächstes Wall gleich hinterher schießen, ey. Aber ich brauche immer am Anfang. Deswegen. Okay, nice. Perfekt. Ich vier. Intervenieren einmal. Okay. Muss ich mal gucken. Nice, good job. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, der war echt clean. Schön. Schön geholt. Okay, wir konnten uns gegen Want to Fly behaupten. Und ja, Kanalwerte löse ich gleich ein. Und als nächstes würden jetzt ist jetzt das Halbfinale dran. Fuckface gegen Purple Lambos an dieser Stelle. So, ich mute mich erstmal. So, das heißt, Team Fuckface bitte ready machen. Und Purple Lambos. So, ich mache wieder eine Vorhersage auf. Welches Team gewinnt? Wir haben hier Team Fuckface, Legendenteam für diesen Abend. Ne? Das ist auch geisteskrank, ey. Gegen Purple Lambos. Eieiei. So, ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Druiden. Jetzt muss ich erstmal wieder die alle Sounds ausmachen. So, wo haben wir denn Details? Ja, ist eine gute Idee. Ich hoffe, es ist auch gleich wieder resettet hier. Dann haben wir Move Any, kann ich machen. Und Wargame Helper. Wo bist du? Da, bam. So. So, dann. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wer ist. Team Fuckface, Halunke ist der hier. Nee, aber Lead wahrscheinlich, ne? Und Team Purple Lambos mit Lycera. Here we go.
Bin auch der Heal. Okay, ja, perfekt. Okay, ich hoffe, beide Teams sind bereit. Das ist gut, dass ich mir hier nach 3 Games in Folge mal eine Pause gönnen kann. Und wir gehen rein ins Halbfinale, meine Damen und Herren, zwischen Team Fuckface und Purple Lambos. Let's fucking go. So, lasst mich noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die nicht wissen. Ist Viertelfinale? Ja, nee. Ist schon Halbfinale, weil Team Fuckface und Team Purple Lambos, einer von beiden geht auf jeden Fall ins Finale. Und theoretisch hast du recht, aber da wird noch mal Lower Bracket ausgelost. Und dann kommt das Finale, also das Halbfinale ist schon richtig. So, wir haben hier Team Fuckface, angeführt von dem Heiler Halunke auf Mistreaver und Elite Girl auf DH und Holy Hodge auf Red gegen Team Purple Lambos, Lyciera auf Holy Paladin, Bankster auf Destruction Warlock und Berserker. Und wir sehen hier schon gleich im Opener den Infernal fliegen und Holy Hodge kriegt hier auf jeden Fall ordentlich die dicken Kellen hier, ne? Double Mortal Coil hier auf Heal und Elite. Girl. Muss ich noch ein bisschen üben, damit das auch richtig gut klingt. Holy Hodge hier. Ordentlich in die Fresse, ne? Und ich, also... Bankster ist jetzt hier Target, tradet hier seinen Dark Pact. Und Lyciera frisst hier den Incap. So, Vengeance Shield hier. Also Holy Hodge ist auch echt dabei, hier einen Trade nach dem nächsten geben zu müssen. Und Bankster hier, Mortal Coil auf Halunke, gefolgt von einem 4. Konnte er durchcasten, ist selber aber auf 50% live. Dark Pact, die zweite an dieser Stelle. Und aber auch halt die Bubble von Holy Hodge. Und damit steht Holy Hodge eigentlich nackt da. Wir haben Cocoon erst in 30 Sekunden. Wir hätten höchstens jetzt nochmal von Elite Girl die Darkness, die eventuell getradet werden könnte. Das klingt auch nicht geil, ne? Ich glaube, ich lasse das hier einfach, ne? So. Holy Hodge. Nee, also hier wird ordentlich Pressure gemacht. Und es würde mich hier doch stark wundern, wenn hier Team Fuckface ein Comeback feiert, ne? Also, ich könnte mir das echt schwer ausmalen. Oh. Und der Holy Hodge geht auch down. Ah, das hat schon schwierig gestartet. Da wäre Cocoon aber auch wieder ready gewesen und Revival. Ja, ich weiß nicht, kann sein, dass das jetzt auch erst abgelaufen ist. Auf jeden Fall, Purple Lambos holt hier den ersten Sieg aus dem Halbfinale. Drittelfinale, wie auch immer, wie wir es nennen wollen. Ja, ich bin ein bisschen froh, dass ich auf Krieger gelockt bin und nicht Resto-Druid healen musste, ne? Also, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Zweite Runde! Wie gesagt, wenn ihr irgendwas noch ändern wollt oder swappen wollt, sagt Bescheid. Otherwise starten wir in die zweite Runde. Matchpoint für Purple Lambos. Und es wird gleich reingecued. Nice. Beide Teams noch gleich wie vorher.
Spectral Tiger hier am Start. Nice. Immer wieder ein Hingucker. Was kostet der momentan? 4K oder so? Teures Reittier auf jeden Fall. Zumindest jetzt. 60 Mio Gold. Ach du Scheiße. So, wir gehen rein. Matchpoint. Purple Lambos. Hier ist Banks, der gleich in der Bedrulle. Hier kriegt hier auf jeden Fall ordentlich die Kane rein. Ist aber noch sparsam mit dem Traden tatsächlich. Jetzt kommen die ersten Fears. Und das ist halt, ne, die lassen halt auch viel zu früh vom Lockup, würde ich sagen. Ne? Auch wenn jetzt ein Sacrifice drauf ist, jede Sekunde, die nicht Lock bearbeitet wird, ist halt eine Sekunde länger casten für ihn. Bedeutet jetzt halt auch, ich habe den Namen vergessen. Infernal! Oh, scheiße, Alter. Hodge auf Lycera. DH, Elite Uwu Girl. Dropped hier low. Kann man überhaupt noch welche kaufen? Ich weiß nicht. Ich habe mal auf eBay Paare gesehen. Holy Hodge muss hier bubbeln. Junge, das wäre fast die Entscheidung gewesen, wer hier ins Finale von den beiden Teams einzieht. Halunke tradet hier Cocoon auf sich selbst. Und der Verlierer aus dieser Runde kann sich natürlich nochmal gegen German Heroes behaupten. Aber Stimmen munkeln, das könnte schwierig werden. So, Hotchi auf Lycera. Der hat immer noch eine Mealybob ab. Sollte eigentlich alles easy sein. Wenn ich hier jetzt noch gecastet. Chaos Nova auf Bankster. Halunke ist oben. Halunke hat so gut wie kein Mana mehr. Holy Hodge. Keine Big CDs mehr. Vengeance Shield wird hier nochmal getradet. Early. Ich weiß nicht, ob es notwendig gewesen wäre. Ist jetzt auch gebrochen. Kriegt ihr jetzt richtig die Hucke voll. Junge, Dark Pact hier bei Bankster gezogen. Da ist nochmal eine Darkness. Die kann hier nochmal ein bisschen Damage rausnehmen. Bringt aber auch nichts, wenn man da rausläuft. Und hier kommen jetzt die Chaos Bolts. Aber Berserker droppt hier low und braucht auf jeden Fall die Wings vom Paladin, um getoppt zu werden. Halunke immer noch mit richtig wenig Mana unterwegs. Und manchmal ist es mir echt ein Rätsel, wie der das immer noch schafft, mit so wenig Mana sein Team halt trotzdem noch abzuhalten. Er hat noch einen Cocoon. Cage jetzt hier auf Elite Uwu Girl. Uwu. Wie Uwe. Holy Hodge hier. Kriegt einen Cocoon getradet. Chaos Bolts. Holy Hodge, Vengeance Shield hier nochmal. Junge, Junge, Junge. Aber jetzt sieht es schlecht aus für... Eieieiei, und er geht schon raus. Aber das war vielleicht auch abzusehen, weil kein Mana mehr. Da konnte nicht mehr großartig was gemacht werden. Und ich... Also Lycera hat hier sein Team ganz gut im Griff. Und da wird der Matchpoint auch entschieden. Team Purple Lambos kann sich gegen Team Fuckface behaupten. Das heißt, Team Fuckface wird in der nächsten Runde gegen German Heroes antreten und der Gewinner davon zieht denn ein ins Finale. Nicht schlecht, nicht schlecht. Junge, Junge, jetzt muss ich mich ja wieder ready machen, ne? Purple Lambos ist jetzt hier im Finale. Nicht schlecht. Sehr gut. Ich löse hier die Kanalwette wieder ein. Und wir machen eine neue Kanalwette auf. Vorhersage. Starten. Wer gewinnt? Team Fuckface
oder Team German Heroes. 2 Minuten Zeit, abstimmen ab jetzt. So, ich muss mich hier jetzt erstmal wieder muten. Und umloggen. So, Wargame. So, wer war hier nochmal? Hier Halunke war das, glaube ich, ne? Okay, aber ich gleich im Target hier. Wir gehen rein! Nächstes Game. Lower Bracket. Halbfinale. Ich muss Lead sein, ich brauche Lead. Team Fuckface gegen German Heroes. Ja, ich brauche einmal ein Lied. Jetzt, okay. So. Okay. Okay. Ah, scheiße, ich habe auch eingekriegt, sorry. Okay. Ja. Ah, sorry. Okay. Muss er intervenieren? Ich 4. Stun. Jo, jo. Ja, blö.
Ich kann hier heal stun. Stun heal. Oh nein. Sehr gut, sehr gut. Stark. Oh, das war kurz scary zwischendurch, ne? Ah, okay. Stark. Oh, Junge. Ja, gut, komm. Also, wir können auch rausgehen, ne? Also, ist all gut. Das ist entschieden. Matchpoint German Heroes. Der SP macht ja gar kein Damage. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich fand auch, das war zwischendurch ziemlich scary. Tatsächlich. Also, Shadow lebt ja davon, aufs Maul zu kriegen, um dann halt mit Katharsis und seinen 12 Sticks da den Spieß umzukehren. Wir gehen gleich rein. Es sei denn, das andere Team braucht nochmal Zeit, um sich neu zu sortieren. All good, all good. Also da als Shadow sich durchzusetzen gegen zwei Melees, die Train, ist halt schwierig as fuck, ne? Also ich habe ja selber Shadow gespielt, auch im Shuffle und so, und das war absolut kein Vergnügen, muss ich ganz ehrlich sagen. War aber ein nice try tatsächlich. Das muss man lassen. Ja. Ja, okay. German Heroes gewinnt hier das Halbfinale im Lower Bracket und verabschiedet jetzt Team Fuckface aus
dem Tournament und wir haben in der nächsten Runde das Finale und da wird es nochmal richtig spannend. Auf jeden Fall kann man sagen, bisher alle Teams haben hier eine super Leistung abgeliefert. Es ist einfach nur noch geisteskrank. Also selbst jetzt Shadow zu facen, ich hatte ein bisschen Kribbeln im Bauch, muss ich ehrlich sagen. Also letztes Game, da war ein Moment, wo ich dachte, ich sterbe gleich. Da habe ich dann halt auch Perry und den Rallying Cry mit Healing Tide Totem overlapped. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber auf jeden Fall ein nicer Versuch. So. Ergebnis wählen. Team German Heroes. So, wir starten die Vorhersage fürs Final. Was, keine Änderung. Im Finale spielen wir kein Best of Three mehr, sondern ein Best of Five. Bedeutet, ich bin ein bisschen scared jetzt vom DS-Vlog, ne? Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Finale! Letztes Game des heutigen Abends. Team Purple Lambo gegen Team German Heroes. Wer gewinnt, Vorhersage läuft ab jetzt und wir starten rein ins Wargame. Und ich muss Jenko einmal kurz on stream segnen, weil der macht gerade Kisten auf dem Altar auf und braucht guten Loot. Viel Erfolg! Lycera. Let's fucking go, Jungs. Ich bin nicht. Der Choco-Auto hupt schon, würde ich sagen. So, let's go! Ja, komm gleich, komm gleich. Ja, hab ich. Ich vier. Ist dann, ich kann es dann noch. Selbst nur reingekickt, sorry. Ich cry. Achso. Okay. Ist dann Lycera gleich. Oh, sorry, ich hab schon.
Oh. Big damn, big damn, big damn. Ja. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kriegst du mich noch? Kriegst du mich noch? Ich zieh. Ja, sorry, sorry, sorry. Jetzt hab ich. Hier das. Oh gut. Ist denn hier? Okay. Ich kann noch mal healen. Okay. Ach, scheiße, ich habe jetzt Ich will das. Okay. Big damn, big damn. Ja, yeah, ich stun. Nice. Echt gefühlt. Junge, seht ihr das auf der Cam, Junge? Meine Stirn schwitzt. Ach du Scheiße, Digga. Junge, das war. Jesus Christ. Eieiei. Unlucky. Aber well played, Junge. Das war echt scary zwischendurch. Nächstes Wargame. Ich queue rein und wenn ihr da irgendwie was swappen wollt, sagt Bescheid. Naja, Big. Yeah.
Ja. Ja, kommt, kommt schon, kommt. Nimm, mach den nächsten. Kann ich nicht. Jo, ich hab Intervene Parry. Big Damn. Bist du fein? Bist du fein? Ich hab noch Cry. Sag sonst. Dann gleich. Big Damn. Ist da noch mal rauf, die A. Big Damn. Cry, cry. Big Damn. Intervene. Sorry, my bad. Mit reingekickt. Ist dann hier? Big Damn, Big Damn, Big Damn. Intervene, intervene. Ich bin jetzt wieder auf Lock. Ich bin Cage. 4.
Hab ich. Ich hab's dann, ich hab's dann, ich hab's dann. Okay. Big, big damn. Hinter Wien. Big damn, big damn, big damn. Try nochmal. Dann hier. Ich krieg nicht so viel Damage raus. Ich auf wow, das ist echt schwierig. Ich muss auch gefühlt immer so die Hälfte des Games irgendwie immer in Death Stance sitzen, so. Was auch immer richtig scary ist. Hm. Naja, schon big. Also ich kann halt auch mein 4 nicht so lange aufbewahren, ne? Also ich hätte öfter 4 müssen. Ich weiß, es ist halt immer so ein Lebensretter so zwischendurch, aber... Die Map war so groß, da hätten wir sowieso keine Value irgendwie draus ziehen können. Also. Ja. Ja, ich muss ein bisschen mehr zulegen, dann passt das, glaube ich. Ja, allein, dass der Lock so viel Damage macht, ne? Ja, der zieht uns hier in die Ecke. Intervien dich. Vier den. Ich habe auch reingekickt, sorry. Big, big damn. Ja, habe ich. Nach Bladestone. Kommt. Intervien, intervien, intervien. Achso, scheiße, ich hab Crime mit rausgehauen, sorry.
Big Damn hier. Vier hier. Ja, ich habe auch mit reingekickt. Oh. Stun. Sharpen. Hinter Wien. Okay, Big Dem. Jo. Sharpen. Ist dann hier? Intervenieren. Ich vier. Kick. Bin wieder auf Lock. Avatar, ich hab Big Damn. Ja. Ja, ich bin dran. Ich bin viert. Ich hab noch Sharpen ab. Intervenieren. Try. Go, ich vier drauf. Oh, die kick, bitte. Stun. Ich parry nochmal. Jawoll! What the fuck, Junge? Was ein Game. Stark. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja. Ah. Oh, Junge, was ein Game. Ja, Matchpoint für uns. Let's go.
ist so. 100%. Lycera lockt, okay. Weiß ich noch nicht. Leute, Alter, ich bin auch echt durch mit den Nerven, ne? Hier ist auch einfach 3:15. Wir haben auch gestern bis morgens 4:30 Erbe gequeued, so 10 wieder wach gewesen, 13 Uhr Stream angeschossen. Ich bin... Ey... Ja. Habt ihr Bock? Einfach gleich das nächste Threes Tournament danach starten. Oh, Junge, Junge. Start. Nee, ist nicht Shaman wieder. Monk. Oh, Frost Decay. Ja. Perry? Ja, ich safe noch. Yeah. Okay, Big Damn jetzt. Big Damn. Ich hab sonst Intervin. 4 hier? Oh, er hat revivaled. Okay, stun. Death Stance. Ihre? Nice. Ich cry. Oh nein! Oh, ich wollte noch intervenieren. Boah, was ein Go, Alter.
Wild. Sehr, sehr wild. Oh. Mhm. Junge, Matchpoint für beide Teams jetzt. Letzte Game. Ja, ja, ich wollte gerade überlegen. Das bringt nichts. Ich hätte intervenieren können halt noch, ey, das wäre. Aber ich weiß nicht, ob uns das noch gesaved hätte. Ja. Ja, let's see. Ja. Ich disarm jetzt. Intervene dich. Death Stance. Stun ist drin. Parry. Disarm. Late Storm, Big Damn jetzt. Der Blick. Ja. Ja, ich scheiße, ich hab den anderen nicht. Ist dann. Sorry, Overlap, ne? Aber. Ja, perfekt. Intervene nochmal. Scheiße, Digga, ist das krass. Ah, ja, well played, Junge. Nicht schlecht, den Win kann ich gut abgeben. All good. Shit. Junge, das war wild. Das war echt wild. Diese One-Minute-Ghost, ne, richtig ekelhaft. Oh, wir hatten so am Anfang, der Start lief richtig gut. Aber Fist Reaver, Junge, alter Bundy, scheiße, ich kann das nicht mehr sehen, ne? Aber well played, Junge! Sehr gut gespielt von Purple Lambos und damit am heutigen Abend auch Gewinner des dritten Threes Tournaments und des letzten Games des heutigen Abends. Junge. Nicht schlecht. Well fucking played. Ich muss das auch erstmal jetzt verarbeiten. Aber
Digga, verdient. Verdient, Junge. Ah. Ja, irgendwann kommen die PvP-Changes, Junge. Dann wird Hunter wieder viable, Junge. Also, ich muss Kanalwette noch einlösen. Team Purple Lambo.